Heute, was geht ab, Leute? Hunger auf dem Weg zu meinem Mewtwo X-Raid, meinem allerersten, auf dem kleinen, aber natürlich. Ich zeig's euch mal. Ich hab gleich in der ersten Woche, beim ersten Versuch sogar, eine X-Raid-Einladung bekommen. Ich verspäte mich ein wenig, aber die Gruppe wartet. Zumindest ein Teil der Gruppe. Problem ist, ich habe vergessen, dass es der Kleine ist. Und dann habe ich der gelben Gruppe Bescheid gegeben. Aber ich hoffe mal, dass der Kleine trotzdem genug Bälle bekommt. Ja, und danach geht es gleich weiter zu meinem normalen X-Raid bei mir zu Hause. Also schauen wir mal. Ich habe vor, den mit der silbernen Berge zu fangen. Mal testen, wie das so wird. Es sei denn natürlich, dass die IV top sind. Dann wird direkt goldene geschmissen. Aber ansonsten habe ich vor, den mit silbernen Berge zu fangen. Aber jetzt erstmal der Kleine. Okay, Raid läuft. Mit meinem etwas bescheidenem Team. Aber wir sind 16 Leute, das passt ja. Bin schon ein bisschen nervös, aufgeregt. Excited, sag ich mal. Ja. Also ich weiß nicht mal, ob ich einen Schadensball bekomme. Also. Das ging sehr flott. Fix wollte ich sagen. Fix und dann flott. Und dann irgendwie gemischt. So. Ich weiß, was die meisten sehen wollen. Aber ich will es nicht unbedingt sehen. Ah ja. Ist solide. Vor allem für den Kleinen. 9 Sonderbons. Die stecke ich direkt in das Mewtwo. Also, falls ich ihn bekomme natürlich. Ja, keinen Chanceball bekommen, wie ich mir dachte. Er hat halt 2 durch das rote Team bekommen, aber von sich selber keinen. Oh mein Gott, was war das? Okay, der erste Ball ging daneben. Auch. Oh, wir haben nicht so viele Bälle, wir haben nicht so einen Luxus. Das Fragezeichen, das wäre mein stärkstes Pokémon. Keine Psychomedaille oder so. Voll für den Bonus. Das ist ein harter Kampf hier. Ah! Geworfen. Das hackt ein bisschen. Oh mein Gott, vielleicht kriege ich ihn nicht. Vielleicht kriegt der Kleine ihn nicht. Da ist er. Das war aufregend. Das war aufregend. Alter, ich habe 2 Bälle verworfen. Von nur 8. Wie checkt für euch? Bester Satz. KP. Zweiter Satz. Das ist ja relativ schlecht eigentlich. Aber egal. Okay, Mewtwo Nummer 2. Das ist der zählt. Ich bin echt gespannt auf die silberne Sananabeere. Sananabeere. Die rote. Geile Musik hier einblenden. Und den fangen wir. Also hoffentlich. Das ist ja natürlich nicht immer sicher drin. Auch wenn mir bisher keiner geflohen ist. Aber sicher ist es natürlich nicht. Man sollte nicht zu übermütig werden. Das ist mein 21. Ich habe bestimmt schon über 5 verpasst. Also ich gehe eigentlich Richtung 30 Einladungen schon. Inklusive ein paar Wochen, wo ich keine bekommen habe, weil ich nicht geradet habe. Wo ich natürlich auch eine bekommen hätte können. Hätte ich mich mehr bemüht. Also da sind, glaube ich, seitdem es Mewtwo gibt. Oh ne, seitdem das Triggern bekannt ist. Locker über 30 Einladungen sicher drin gewesen. Mewtwo ist ja schon ein bisschen länger da. Das Triggern kam ja erst eine Weile danach. Und dann das erfolgreiche Triggern, dann noch ein Stückchen danach. So, was kann der Hyperstormer? Ja, okay. Oh. Ich habe natürlich unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief, wie gut ist euer Mewtwo, habt ihr es gefangen, hattet ihr eine Einladung, konntet ihr hin oder hattet ihr Arbeit, Schule, Praktikum, Ausbildung. So, wir sind natürlich gespannt. Ich komme mal ein bisschen näher zu euch. Immer spannend. Also, ich finde Mewtwo nie langweilig. Manche haben ja genug von Mewtwo, aber... Ah, den habe ich schon und der ist schlecht. Richtig enttäuschend. Da denke mal auf jeden Fall sorglos mit der silbernen fangen. Oh ja. Der erste Ball immer, ich weiß nicht, was mit meinem ersten Ball immer los ist. So. Der Kreis war eben ein bisschen zu groß. Okay. Bin nicht in Form heute. Beim Kleinen auch schon richtig schlecht geworfen. Weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe ihn trotzdem. Oh. Bildet euch eine eigene Meinung zu der silbernen Ananas. Ich habe die Doppelbonus bekommen, er ist drin geblieben. Ein V-Check für euch. Genau den 2-2-2-0 habe ich bereits. Aber ja, das war's erstmal von dem Mewtwo. Ja, das war's von mir. Und in 2 Mewtwo Raids silberne Ananas verwendet. Also bei Mewtwo bin ich überzeugt davon, finde ich gut. Bei Regigigas jetzt weiß ich noch nicht. Muss ich noch ein bisschen mehr testen. Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung und Erfahrung mit der silbernen Ananas. Und natürlich wie gut euer Mewtwo war. Also die Berge gefällt mir bei Mewtwo. Weil man von Mewtwo natürlich mehr Bonbons brauchen kann, also die Doppelbonbons. Aber Mewtwo ist auch leichter zu fangen als die anderen legendären. Dementsprechend fällt es auch nicht so ins Gewicht, dass die silberne schwächer ist als die goldene. Aber wie gesagt, eure Meinung unten in die Kommentare. Also das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.